Dein zweiter Monitor sei mein. Rein da, Leute. Wir haben Game 4. Das sich anbahnt. Wie zu erwarten, hat Gen.G Blueside ausgewählt. Da ist Gen.G 2, fühlen sich auf der Red Side ein. Vi muss von ihnen gebannt werden. Aphelios ebenfalls raus. Denkt dran. Aphelios wurde gefirstpickt von Pace in Game 2. Und damit wurde rasiert. Nee, warte. In Game 1 wurde er gefirstpickt, nicht Game 2. Game 2 war ja bereits Red Side Aphelios, nicht Blueside Aphelios. Das heißt, hier ist natürlich jetzt Annie offen. Ne? Annie ist offen, Ari ist offen, Ciri ist offen. Du hast viele Optionen zu First Picken, je nachdem, wo die Priorität drauf liegt. Kennen darf nicht untergehen. Trappin extrem relevant fürs Turnier bisher gewesen, auch im letzten Game. Sehr mächtig. Wird Doran ihn auspacken? Was ist mit dem Overlay los? Das liegt nicht an mir, das liegt an Riot. Sie gehen Cassante Flexpick. Sie wollen quasi dafür sorgen, dass sie Mitte Topline Flexpicken können. Also ich will jetzt am liebsten wieder direkt Broken Blade Cannon haben. Mir ist auch kacke egal, ob der geht oder was das Tristana geht. Du kannst dich auch noch Cannon abgeben. Es sei denn, du spielst vielleicht selbst Tristana, maybe. Cannon Pick, geil. Ari Pick nicht ganz so geil, vielleicht wieder Annie. Denn wie gesagt, du hast halt die Angst, dass die Gegner zu viel Mercs Value haben. Aber letztes Game war dir das ja auch egal. Da waren die Mercs für Cassante und Malphite ja auch sehr, sehr gut. Trotzdem konnte Hans Hammer aufspielen. Und den Schaden machen, den er gebraucht hat. Ich danke dir, Esadomus, für den Sub. Liebe für den Elfen, Bro. Welcome back. Poppy wieder eingeloggt. Diesmal aber fast blind. Er sieht nur Cassante. Poppy deutlich schlechter als noch in Game 1, in Game 3. Ja, gegen Nidalee, gegen Ciri, gegen Rell war Poppy sehr stark. Oh. Der alte Trundle Hardcore-Pick gegen Poppy. Bitte nicht. Peanut wird auf gar keinen Fall Wukong gehen gegen Poppy. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich rechne... Elise! Ah, so ein bisschen besser als Nidalee, was Early Game angeht. Du kannst besser diven. Du kannst vor allem auch nicht so leicht gecancelt werden von Poppy. Gerade Arguin liebt ja auch diesen Champion und hat ihn geliebt. Ist aber teilweise genervt worden und nicht mehr so stark in der Meta. Viele Tanks, die schwer zu killen sind für Elise. Poppy gehört nicht unbedingt dazu. Poppy mag es nicht so sehr, im R zu kaufen. Poppy scaled besser mit Armor-Items. Jinx noch oben drauf und jetzt muss die Tour eigentlich AD Carry matchen. Sie dürfen nicht AD Carry aufschieben zu picken. Es wird wieder der Draven auf Red Side. Wie in Game 1. Aber diesmal haben sie eine deutlich bessere Toplane. Das ist okay, Leute. In Game 1 war Darius gegen Fiora. Sehr hartes Matchup. Da musste auch dem Darius helfen. Diese Runde, Cassante gegen Cannon wäre fein. Klar, Cassante kann auch Mitte gehen. Ist noch nicht safe, das Matchup Toplane. Aber ich gehe davon aus, dass hier Jace gebannt wird von G2. Die werden nicht Jace spielen zulassen wollen gegen Cannon. Oder eventuell haben sie mehr Angst, dass sie AP bannen müssen. Aber nicht so viel Magic Damage aktuell bei Gen.G. Der Malphite Bann auf jeden Fall nachvollziehbar, auch gegen Cannon. Wir haben es auch letztes Game gesehen, er hat Platten bekommen etc. Aber ich hätte mehr Angst vor Jace. Aber wenn sie davon ausgehen, dass Cassante geflexpickt wird, wollen sie vielleicht eher in die Richtung weniger Bans investieren. Danke dir, Tilly, für den Sub, Bro. Daimon Stesco, willkommen, Mate. Liebe. Ich find's geil. Jetzt am besten, am liebsten sogar Support 10th Pick machen, damit du Counterpick Botlane hast. Einfach Botlane diven, 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 diven. Du spielst für Draven. Du musst für Draven spielen. Rein da, rein da, rein da. Wait, hat G2 gerade eben gewonnen, Tolkien? Ja. G2 hat gerade eben ein Game mitgenommen. Hoffentlich schaffen sie noch eins. Wir sind aktuell beim 2-1 für Gen.G. 2-2 wäre der Traum natürlich nach der Partie hier. Und das Game wird wieder sehr schnell entschieden sein. Also entweder Draven snowboard halt oder nicht, ne? Das Game ist quasi nur winnable, wenn Draven snowboard. Ich kann dir Minute 10 schon sagen, ob es gewonnen ist oder verloren, basically. Denn wenn Jinx und Draven auf leichten Powerspikes sind, ist Jinx immer der bessere Champion. Draven muss mit mehr Gold spielen. Dafür ist der Champion ja auch designed. Also der Snowball-Champion mit seiner Passive. Danke an Zarius für den Sub. Willkommen, Mann. Danke dir. Was wird's werden? Thresh ist rausgebannt, Blitzcrank ebenfalls. Wir rechnen hier fast mit einem Midlane-Pick, ne? Soraka blind. Hat erstmal nicht Trümby bei Rogue gezeigt, diese Art Draft. Und das ist okay. Eine Menge All-In-Supports sind raus. Die drei Hook-Supports sind ja rausgebannt worden. Thresh, Blitzcrank und Nautilus sind weg. Das heißt, Soraka kann nicht ganz so leicht engaged werden. Rell, Leona und Co. wären die nächstbesten Supports, um sie zu All-In. Aber gegen die ist Soraka deutlich besser. Sobald die Leute reinjumpen, machst du einfach deinen Spell unter dich selbst, ne? Dann dein Silence fällt. Man kann sich selbst Q'en. Die Q kommt ja auch näher, schneller runter, wenn die Leute näher an dir dran sind. Das heißt, du kriegst sofort Heilung und Movement Speed. All-In-Supports, die nicht token können, sind nicht ganz so gut gegen Soraka. Auch nicht schlecht, aber nicht ganz so gut. Und von daher beantwortet hier Delight gemeinsam mit Pace ebenfalls mit einem Enchanter. Das wäre jetzt Jinx Lulu gegen Soraka Draven. Also ein absolutes Monster-Late-Game. Zwei Hyperscalen der AD Carries bei Gen.G. Und währenddessen muss die Tour im Early-Game Snowball mit dem Draven. Es wird wieder Tristana gegen Cannon Toplane, Cassante Mitte. Und was hat Caps hier ready? Vayne ist hier terrible.
Es gibt eigentlich keinen guten Counterpick gegen Kersante. Ich weiß nicht, was man hier pickt. Du kriegst einfach wahrscheinlich irgendein Control-Mage wieder. Hoffentlich keine Ahri und das Sandra, die haben keinen Damage. Einfach irgendwas, was Kersante Waveclan kann. Bitte auch kein Azir. Der Champion ist zwar nicht bad, aber wurde sehr verändert. Brand? Aurelion? Aurelion! Auch cool. Kersante kann sehr einfach Mitte Priorität bekommen und weggehen. Aber Aurelion Soul kann einfach die Wave aufsaugen mit der E und er hat mehr Damage, als man denkt. Aurelion Soul hat im Early Game mehr Damage, als man denkt. Und es scaled sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, es ist okay. Weil weder mit Ahri, Lissandra noch irgendeinem anderen Champion kriegst du Priorität gegen Kersante. Heißt, es gibt einfach Sinn, dass Caps hier einfach sagt, ich Wave cleare und scale. Chat, ich muss ganz kurz auf Toilette sprinten. Ich muss dringend auf Toilette und danach bin ich wieder für euch da, wenn wir in-game sind. Ich bin schnell, be right back. Alles anspannend, ich mache den Sound lauter, bin gleich zurück. Dorman's gonna take the Kersante up towards the top lane. Chovy will be piloting the Tristana. Yeah, and that should be locked in now. We will see the Tristana mid. Again, Chovy, no stranger to this champion. We saw it in the LCK finals, something he's very proficient at, and something that he often pairs with those AP junglers. I will say that when you kind of look at the comp in its entirety, Genji's engage is not the strongest. While they do have some disengage tools with things like the Lulu and the Tristana, an overall pretty squishy comp outside of the Kersante acting as a front line. Whereas I think that G2 do have a lot of scaling options, in particular with the Kennen and the Aurelion Sol, and they have a very easy lane to play through with this Draven on the bot side of the map. Although it is with the Soraka, I'd be surprised if we see the same level of dives we've been seeing from G2 in the past. I mean, honestly, both teams have really poor engage. So this is one of those games where generally if one team gets ahead, there's not a lot of ways to kind of come back into it. So I do think early game can be very, very important in this one. We'll have to see how Caps can actually navigate this lane because this one is very difficult. You drop the E on the minions, he just rocket jumps on your head and starts shaking those trades. Of course, later on in the game, you can just get to that point where, yeah, you can win out on the trades with just the E. But let's go, G2! Clap, 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 clap. Was ein langweiliger Chant, aber trotzdem brauchen wir die Energie. Rein der Chat, wir gehen in Game Nummer 4. Broadblade geht direkt für Strike hier oben. Oh, es ist tatsächlich Doran geworden. Auf Kersante Toplane. Und es ist tatsächlich Mitte Caps gegen Tristana. Finde ich eigentlich sogar nachvollziehbar. Aber ja, Tristana ist halt auch gut gegen Kennen in Teamfights so oder so, egal wann ihr ihr begegnet. Und Mitte ist dadurch ein bisschen härter zu spielen. Cam, natürlich, Chat. Ich heb die Schere. My bad. Wenn man die Cam so noch ein bisschen höher, damit ihr mich besser sehen könnt. So it's great to see him back, one of the original champions that he made a name for himself on. Absolutely. I'm still waiting for who he's the Aurelion Soul support. Beautiful. Sind meine Haare immer noch ein bisschen abgeschnitten, aber who cares? Bin ihr nicht wichtig, kann schon hässlich sein, sondern das Gameplay von G2 bezaubernd ist. Dagon, die mentale Makrele für den runden Dutzend Support, Leute. Alles anspannend. G2 gegen Gen.G, zweiter Matchball. Es wird kein Clean Sweep werden. Vielleicht wird es ein Reverse Sweep. Wir werden es herausfinden, ob das möglich wird hier in Game 4. Des ersten Best of Fives der Hauptphase wieder die 2, ne? Die wollen das gleiche machen wie Game 1. Die Lane, die wollen einfach quasi dafür sorgen, dass die Map getradet wird. Dass du selbst für die Botlane spielen kannst. Aber diesmal sagt Peanut nicht mit mir. Er verliert aber das Might. Level 2, Jai kriegt das hier durch. Ja. Wichtig. Stark von Jai, hat das ganze Camp bekommen. Und währenddessen Peanut auch nichts gefahren. Botlane verliert aber Draven die gesamte. Er flasht über die Wand rüber? Nee. Er hat gerade legit überlegt, ob er über die Wand flashen soll, Draven. Habt ihr es gesehen? Und Jai, der Zone einfach komplett durch. Aber ist das gut, Leute? Die Botlane moved, er kann rauskommen. Trotzdem, Draven hat eine gesamte Wave gedroppt. Das schmerzt Hans Summer. Gut, aua, aua, aua. G2. Aber ich hätte auch überlegt, ob ich über die Wand flasche, ehrlich gesagt, ne? Das ist jetzt terrible für Draven. Der ist in XP sehr far behind. Und sein Jungler ist nicht mal dazu in der Lage, mehr Camps zu invaden, weil er Botlane Wave verloren hat. Das sagt extrem. Jetzt ist Draven behind in XP. Und Poppy ist auf der Topside der Karte. Klar, niemals wird Peanut hier Level 3 werden von nur zwei Camps. Das heißt, er kann auch nicht wirklich ganken kommen. Sie müssen keine Angst haben direkt, aber sind auch nicht vorne. Wir danken der Krone für den Sub, liebe Bro. Holy moly. Ja, wir werden jetzt gesund auf Level 2, weil sie halt in XP behind sind. Die haben die ganze Wave nicht bekommen. Wir müssen gucken, welchen CS-Werten sie noch entgegenkommen dürfen. Pace. Und nach dem Zap auf Mickey. Mickey muss heilen. Warum ist er mit dem 1 nach vorne gerannt? Das ist komplett der In von Mickey. Einfach so hart getradet, ohne Level 2 zu werden. Absoluter Troll von ihm. Level 1 zu Level 2 zu traden, nie im Interesse desjenigen, der weniger Punkte in sein Spell hat. Das schmerzt, kostet Flash, kostet Heal von Mickey. Großer Fehler. Unangenehm, unangenehm. Aber okay, immer nicht in einem Kill gemündet. Und ja, im Optimalfall haben wir jetzt einfach Yike, der jetzt noch vielleicht Toplane die Wave absichert und dann Base geht. Botlane Camps farmt und Botlane gankt. Wir brauchen hier auf jeden Fall Pressure runter die Botlane.
Toplane ist fein. Toplane braucht keine Hilfe. Toplane ist okay. So, du kannst da vielleicht die Krabbe contesten, aber du musst vor allem Mitte absichern und Botlane absichern. Und das ist das Wichtige, was wir hier sehen wollen. Caps ist leicht in den Farm behind, aber in XP vorne, weil Chovy gemoved ist, um beim Jungle verteidigen zu helfen. Yike hier wird gespottet. Und damit haben wir einen weiteren kleinen Skirmish zwischen den Junglern. Peanuts hat Rap-Buff noch ready. Yike sollte vielleicht die Beine in die Hand nehmen. Bitte, bitte, bitte nicht sterben, Leute, nicht sterben, nicht sterben. Junge, Junge, Junge. Danke dir, Hubertus. Danke auch an Kronenprinz. Liebe Jungs. Über ein Jahr www. www. Hoffentlich nicht OW in Midlane, Chovy. Tradet nicht schlecht gegen Caps. Der kann aber entgegentraden mit seiner Q. Hat bereits 17 Sternenstaub angehäuft. Und jetzt, Yike wird hier von Peanut abgeaimt. Aber Broken ist mit von der Partie. Das kann Peanut nicht wirklich spielen. Dabei geht damit an Yike. Dank der Pressure seines Toplaners. Und das ist nice. Gerade auch, weil hier bereits Delight reingemoved ist. Wichtig. Oioioioioi, die 2 in-game Nummer 4. Ich ist echt beneidenswert. Ich muss auch sagen, ich habe ja selbst unglaublich gerne auf der Bühne gespielt. Bei den ganzen Events bei EU Masters in der Dachregion, in England, wo ich gespielt habe, etc. Ich hätte so gerne mal auf so einer geilen Stage gespielt wie die in London. Ich kann mich gar nicht, also ich kann mir vorstellen, was für Druck die haben, die G2-Spieler gerade, aber auch was für einen Spaß die haben. Es ist halt unglaublich geil, dass wir endlich sowas wieder haben. Ewigkeiten durch die Pandemie waren keine Offline-Events möglich, beziehungsweise nur in einem sehr kleinen Kreis auf Island, in einer kleinen Arena ohne Zuschauer und so. Und sehr, sehr geil. Und G2 haben natürlich hier den Heimvorteil, den Vorteil der Arena, die Home-Crowd. Wir sind ja in London, als die meisten Fans, die dort sind, sind Europäer und vielleicht für das europäische Team. Und nicht für den Vertreter Koreas. Extrem sexy. Und der Chat, der schreibt ja auch, wenn G2 eine Million Fans hat, seid ihr einer davon, Chat. Auf jeden Fall wollen wir das heute G2 gewinnen. Morgen bin ich wahrscheinlich sogar eher für T1, für Faker. Da ist die Liebe einfach zu groß zu dem Mann. Aber heute, bitte, bitte Europa. Ein Reverse Sweep wäre einfach phänomenal. Ein sehr ruhiges Early Game, das ruhigste bisher. Sehr viel Scaling in Midlane auf beiden Seiten. Tristana kriegt mehr Range. Trotzdem Toplane. Kleinerer Trade. Toplane ist aber eigentlich egal. Es geht um die Botlane Invades. Chovy. Oh, wichtiges Might. Wichtig. Stark von Yike. Thumbs up nach oben. Sehr, sehr geil. Hier ist das Problem, Leute. Guckt auf die Waves. Chovy hat Pressure Midlane. Wenn er durchpusht, kann er mit Invaden gehen. Wenn er das tut, kann er Botlane Dive gehen. Und Hans Sama ist dann sehr angreifbar. Das kann Caps nicht beantworten, weil eben das Mitte passiert. Und das ist das Verhalten in Mitte. Ich habe auf den Afro-Arena so. Oh, oh, Caps, 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 Caps. Flash Ult? Nee. Beide Seiten haben noch Ult ready. Der Stern ist aber auch da. Aurelion Soul, der braucht noch mehr Stacks. Er hat erst 31 davon. Und ja, also das ist quasi der Traum. Wenn Elise es nicht schafft, mit der Pressure ihres Midlaners Botlane zu diven, ist Draven schon glücklich. Aber es braucht dann unbedingt rund um die 10. Minute aller spätestens einen Draven-Kill für seine Passive. Sonst ist fucking doomed. Demon Chovy gespielt, Ultra-Tristana weg, damit er einfach chillig wegrennen kann, ohne Steppers Presence respektieren zu müssen. Botlane ist wiederum angreifbar, man weiß ja genau, wo Yike sich aufgehalten hat. Also versucht Peanut hier ein Play zu finden, aber tatsächlich, also es ist halt Hans Hammer mit Cleanse und Flash. Er kann nicht sterben. Auch wenn Cocoon trifft, kann er nicht sterben, es ist kein Follow-Up da. Es ist nur Lulu, keine Leona oder so. Er ist fein. Ah, reicht das noch ein Q? Doran intet! Doran intet! Der stirbt noch, oder? No! No! Man hätte so gerne gesehen, welche Spells Caps abhat. Wenn Caps gleich wieder E gehabt hätte, hätte er einfach Doran gekillt. Aber er hat da scheinbar keine E ab. Oh, es ist tragic. Oh, ich habe so gehofft, dass Doran intet, aber ich habe mich zu früh gefreut. Ach, scheiße. Bot dann auch eine Platte weg, Mitte gedived. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Alles noch in Ordnung. Trotzdem braucht Hans Hammer irgendwann mal Gold. Aktuell 158 Stacks, wie ihr unten rechts sehen könnt, unter seinen Summoner-Spells. Er ist jetzt Level 6 geworden. Und wir brauchen unbedingt einen Play rund um die Botseite der Karte. Wenn es um Hans Hammers Shutdown geht, er muss von vorne spielen. Sonst ist Draven einfach schlecht. Aber solange er nicht stirbt, ist alles okay. Das Mittelstück ist unangenehm, aber Caps hatte noch natürlich die Chance, auf den Lane zurückzuwehen. Und er ist okay dabei. Ärgerliches First Blood und auch ärgerliche Lex, die der der Streamer hat. Aber vielleicht bot dann der Play. Yike hat hier einen Kill-Angle, oder? Auf the Light. Schön. Und jetzt Draven geben, Draven geben. Shutdown, eincashen. Geil. Sehr geil. Das waren, glaube ich, 600 Gold, oder? 473 von seinen Adoration-Stacks, 40 Base-Gold, Triumph-Proc, das Gold selbst und dann auch natürlich Treasure Hunter, wenn er spielt. Was er wahrscheinlich nicht tut, fairerweise. Auf jeden Fall eine Menge Gold. Geile Scheiße. Wichtiger Kill von Summer, der donated wurde von Yike. Er flasht rein und bringt damit Light quasi geinsect zurück zu seinem Draven. Schöne E. Wichtig. Wichtig, 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 wichtig.
Und jetzt kann Draven immer zuerst Power spiken. Wenn er vor der Goldkurve spielen kann, ist er ein glücklicher Champion. Dafür ist er gepickt. Er hat Blutdürster fertig. Huh! Das ist sexy. Das ist ein mächtiges Item. Besser als Gale Force, was Hanzama im ersten Game erworben hat. Jetzt wird direkt swappen. Guckt auf Jinx. Pace hat nur Boots und Doppel-Longsword gekauft. Er hat einen ganzen Blutdürster. Und hoffentlich dürstet es ihm wirklich nach Blut. Nach dem Blut von JNG. Ab Richtung Drachen spielen. Ab Richtung Botside Platten spielen. Draven ausnutzen. Der Mann ist jetzt so stark. Er muss in Szene gesetzt werden. Weiterhin. Peanut kann gerne Harriet haben. Blueside kriegt ja in 74% der Games. Kriegen sie den ersten Harriet. Redside dafür mit Drachen oftmals dabei. Wir haben ja gerade eben erklärt, weshalb. Ne, wie die Karte funktioniert und bla bla bla. Aber ja, gerade wenn der Draven so stark ist. Path Botlane. Nimm den Drachen mit. Dive Botlane. Und du chased. Alles ist okay. Alles ist okay. Botlane, dreimal dive. Schon wird noch kein TP. Pace muss flashen. Flash stark. Sehr wichtig, dass auch Jaik den Auto cancelt, sonst würde der Tomago nehmen wegen des Red Buffs. Wichtiger Flash von Pace, aber auch stark von G2. Die kriegen damit eine Platte und die kriegen den Flash raus. Hurt wurde währenddessen von Peanut bekommen. Trotzdem kann man wahrscheinlich. Oh, Mitte aufpassen. Caps. Kein Flash. Ja, dieser Trade ist halt riskant. Ich meine, er kriegt ein paar Stacks, aber ist trotzdem unangenehm. Jetzt hier der zweite Botlane Dive vielleicht. Man weiß, dass Peanut da sein kann. Peanut kann nur hier sein. Das weiß Jaik auch, weil Harriet gestorben ist. Peanut hat keine Camps zu farmen. Aber er kann easy sidestep mit Steadfast Presence, gar kein Problem. Und solange er bei Draven ist, ist alles in Ordnung. Jetzt trotzdem, man darf nicht zu lange warten bei D2. Drake muss schon fallen. Man braucht ein paar Stacks auf die Objectives. Rund um Draven. Mitte muss gecovert werden. Peanut will diven. Soraka ist aber da. Miggy hat da Caps rücken, kann ihn vielleicht einmal kurz heilen. Und dann langfristig dafür sorgen, dass er eben nicht stirbt. Und ja, Harriet muss beantwortet werden, na logisch. Und nach Harriet direkt ab für den Drachen. Direkt zum Drachen. Oh, schade, Caps sich seine E auf den Harriet bekommen hat. Der gibt immer 10 Stacks oder ich glaube, es genervt auf 5 Stacks. Aber epische Monster geben ja mehr und das stackt ja auch bei Aurelion Soul. Zum Beispiel, wenn du Cho'Gath spielst und den gespawnten Harriet Feast, das kriegst du trotzdem einen Stack. Genauso funktioniert auch Aurelion Soul E gegen epische Monster. Heißt jetzt ab zum Drachen. Caps Mitte auf jeden Fall gepressured, hat einige Platten verloren an der Tristana-Bombe und vor allem auch am Harriet gerade. Cool macht das gut, kriegt immer wieder einen besseren Trade rausgespielt, dafür hat er aber auch gedraftet. Dafür hat er natürlich später einen Late-Game-Scaling Aurelion Soul, der sogar in Farm noch leicht vorne ist. Recall-TP von Caps, das heißt, er ist gleich da. Und dann kann man hoffentlich den Drachen bekommen. Caps cancelt den Recall, ist aber ein ordentlicher Drache, ist eh schon tot. Und das Game ist sehr ruhig, die Tour hat einen leichten Gold-Vorteil, trotz des bereits gespawnten Harrits. Oh, Broadman muss aufpassen, wenn er die Wave hier ist, ist er tot. Wenn er die Wave hier ist, er tot. AT-Wave, AT-Wave, AT-Wave. Er ist tot. Ja, schade, kann nicht hinkommen. Ah, ist ärgerlich, ne? Er hat den Busch versucht zu überprüfen mit seiner Q. Hat gedacht, dass er bereits Doran gerecallt wäre. Das hat das große Risiko von Cannon, weshalb auch nicht Mitte gespielt wird, ist, der Champion braucht halt zum Wave-Clean, muss er reingehen als Melee-Champion. Er muss ja quasi die ganze Wave mit E berühren, bevor er sie clearen kann. Und Broken Blade wurde davon Doran outplayed. Der hat sich im Busch besser versteckt. Und dann wird er abgeholt von ihm. Plus Peanut. Ärgerlicher Death, der auch noch 2 Platten oder 1,5 Platten kosten wird, wenn hier Doran Demolish spielt. Trotzdem natürlich nachvollziehbar, wie es entstanden ist. Sehr unangenehm, aber nicht so schlimm. Kann man hoffentlich noch später gegenhalten. Ken hat bereits Protobelt fertig, Kyle durchgesteckt, bisschen First Strike Gold. Es ist okay. Ah, could be better, could be worse. Das DQ ihr misst, ne? Ärgerlich, deswegen denkt jetzt Broken Blade erst Base. Will die Wave pushen mit E, um den Base zu bestrafen. Durfte er nicht. Wird einfach gecombot von Cassante. Easy natürlich auch. W into Ult, into W. Damit bist du sehr tanky. Hast viele Knockbacks, VCC. Stark von Doran, stark von Peanut. Haben sie gut gelöst. Doran stand aber auch klug. Ja, hat er gut gemacht. Position war nice. Er hat genau diesen Fehler auch erzwungen. Hat er halt auch erzwungen. Let's go G2. Drachen haben sie eingesammelt. Alles in Ordnung. Harriet spawnt demnächst vor dem Drachen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass Draven trotz des First Bloods oder des eingecashten Golds seitdem nichts gemacht hat. Immer wieder geroamt mit Soraka und nicht für Draven gespielt. Ist nicht so leicht für Draven zu spielen, wenn du einen Enchanter-Support hast. Ist ja nicht einfach, ist nicht so einfach zu diven, wenn du wenig C zur Verfügung hast. Top-Lane-Play nicht wirklich denkbar. Er hat Flash, er hat Ult, er hat Protobelt. Das kann Broken Blade ja auch playen. Die Wave ist auch schon weg, also das ist kein Problem. Botan ist nice, Miki ist da. Jaik ist auch da, der hat Hextech-Flash über die Wand. Die könnt ihr benutzen. Das könnt ihr auch benutzen. Dann versuchen Botlane zu diven. Währenddessen pusht natürlich Chovy weiter Mitte durch. Doch geht jetzt Caps erst spät, aber ja, wir haben quasi einen Cosmet-Player auf der Karte. Und ist eigentlich besser für G2, denn Toplane ist undivable gerade.
Und Botlane könnte sterben. Trotzdem cancelt Peanut wieder sein V-Call und guckt nach Broken Blade. Will ihn eventuell abholen. Cannon, Minion gemisst. Toplane die Cannon Wave. Auf Cannon. Broken Blade, du musst flashen, du musst gut flashen. Starke Ult, hat noch keine Turmago bekommen. Die Wave clean ist okay. Mitte der Kill auf Chovy denkbar, wenn Jaik hier noch ein E hat. Robert flasht gut raus. Raka holt stark, tötet Doran. Der wusste nicht, dass sie kommen würde. Geile Scheiße. Mickey carry das von Botzart aus. Jaik ist da. Pina schippt auch Toplane. War undivable. Broblade hat es gut gespielt, aber auch ohne den Raka Ult hätte es wahrscheinlich geklappt. Geil, Mann. Double Kill Toplane für G2. Drache oben drauf. Sehr, sehr geil. Wichtig von Mickey und auch schön von Broken Blade. Die Ult benutzt, um den Kill, um die Wave zu clearen und trotzdem die Gegner low zu ballern. Und wollte Gen G dennoch den Dive durchziehen. Sie durften nicht und wurden dafür gepunished. Geil. As they have the infinite push here with this Bloodthirster Draven, there's nothing Pazin Delight can do to combat this except just try to farm under their tower. So G2 Tobi muft runter. In such a great spot, du bist sehr gut dabei, Chat. Ich habe Angst. Nicht wirklich um Botlane, aber darum, wie Botlane beschleunigt wurde. Ne, wieder ist Hanzama auf 300 Stacks knapp. Na gut, 240 Stacks, wollen wir nicht übertreiben. 240 Stacks, heißt, wieder hat er eine Milliarde Gold, die er eincashen kann. 240 mal 2,5, ne, ist ja die Formel bei Draven Passive, plus 40. 40 Gold kriegt er, glaube ich, immer. Das heißt, es ist eine Menge Gold wieder in seinem Inventar denkbar. Bitte, bitte G2. Direkt zu Hanzama gehen, Toplane geil gecountert, aber sobald der Drache spawnt, am liebsten jetzt zu Hanzama recallen, ab zum Herald, Herald fight mit Draven. Dann ab zum Drachen, Drache fight mit Draven. Und einfach dafür sorgen, dass Hanzama seine Kills bekommt, sein Gold bekommt. Hier gucken auf das Reaper rauf, schön von Broken Blade gemoved. Bisschen früh die Ult, aber er kriegt sie in die ganze Wave zu clean damit, die er clean musste. Doran auch bereits 1 HP, Peanut auch sehr low. Und danach, ne, er wird geultet, flasht jetzt aber die Q weg. Und ohne das Raka Ult wäre es vielleicht nochmal knapp geworden, aber ich glaube jetzt auch so geschafft. Weil wir Peanut dann reingegangen und hätte noch unter den Turm den Kill geholt, aber wäre dann ebenfalls gestorben. So wäre es dann ein 1-2 geworden. Jetzt aber in der Realität war es ein 2-0. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Draven ist nicht gerecalled, während wir im Replay waren. Das heißt, er kann nicht für Herald swappen. Hanzama hat den Recall gecancelt. Dann an Worten, er wird auch nicht für Herald rotieren. Und Toplane, Broken Blade, muss ich wirklich Angst haben. Mitte, The Light. Caps muss vielleicht rausflashen. Er ist schon sehr schnell, sehr low, aber hat seine Ult ready natürlich. Damit könnt ihr immer diesen großen Kometen niederschmettern lassen. Mit Knockup plus gigantischem Slow. Broken Blade angegangen. Die Ult von Cassandra sitzt der Knockback ebenfalls. Broken Blade, der muss leise Messung tun. Das ist ein HP, wird angegangen. Die Malphite, die Soraka Ult rettet wieder den Tag. Broken Blade, ein HP. Und Jai kann den Kill holen. Wichtig, auch wenn er für Herald canceln musste. Wieder Mickey ist es mit dem Star Callers Blessing. Soraka sollte mit der Fähigkeit, kommt klatsch rein. Er drückt den R-Knopf ganz tief durch und rettet das Leben seines Toplaners. Und bedankt sich natürlich Broken Blade auch dafür. Oh! Oh, schön, das heißt er. Wichtig. Wichtig. Klar, Herald gecancelt, aber Kill bekommen. Geil. Sehr, sehr klappes Ding. Broken Blade da ein bisschen zu weit vorne. Cassandra ist ein mächtiger Charakter in der aktuellen Meta. Aber dank Mickeys Präsenz mit der globalen Fähigkeit reicht das aus. Ja, Ike und Broken Blade spielen es richtig gut mit Sidestep. Auf jeden Fall einige Pop-Off-Plays der G2-Spieler. Auch Fehler, aber das hier könnte ein sehr geiler Play werden. Man hat noch Repel bei Peanut, das heißt, er kann sich retten vor dem Stern. Jetzt geht er hoch, wo wird er runterkommen? Flash wird gezündet, das ist ein Kill auf Peanut. Oh, vielleicht nicht. Oh, die Ult kommt zurück. Oh, oh scheiße, ich habe nicht gesehen, dass er Stopwatch hat. Peanut schön outplayed, er ist einfach zu lang und verwundbar. Unanklickbar mit Stopwatch, unanklickbar mit Repel. Er rettet sich sowohl vor Rain Solo als auch vor Draven Hood mit nur Stopwatch. Da hat weder die Tour auf Stopwatch geachtet, noch ich. Trotzdem schöner Catch, man kriegt den Flash. Und verliert dafür einige Ults. Ah, leider war es eine sehr, sehr krasse, wichtige Ult. Das war die Empowered Aurelion Soul. Das war nicht die normale Ult, sondern die große, fette Ult. Und trotzdem Caps, der ist hier super gut im Game. Also der hat Rylas fertig. Seine Träne steckt sich durch. Ist Level 12. Er hat 140 Sternstaub knapp. Er wird super gut weiterscalen und später zu Verhängnis werden für die Spieler Gen G, Stand Aurelion Soul. Ja, der kann durch Leute durchschmelzen. Gerade Cassandra, der für Rüstung baut, wird an einem Q verenden, wenn der True Damage bzw. der Max HP Magic Damage weil Rain Soul da ist. Ne, Rain Soul ist sehr frech. Der hat ja auch Execute Damage, True Damage auf seiner E. Als Tanks, die low sind, werden einfach weg-executed. Oder sie nehmen Max HP magischen Schaden durch seine Q. Caps kommt hier die ganze Wave, muss ein bisschen aufpassen. Doran cancelt seine Q, ultet ihn direkt. Caps muss hier rauswählen, gar kein Problem. Oh, doch ein Problem, wenn ich geflasht. Soraka holt wieder. Oh, wichtiger Flash. 1-1. Wieder Mickey, der die Play da rettet. Dass Caps dann nicht die Q flasht, muss er die Schere heben. Das war sein Fehler. Aber, ja, immerhin Soraka rettet den Play. 1-2-1. Aggressiv von Caps positioniert, um die Wave zu farmen. Hat Doran da disrespected.
und ist letztendlich auf ähnliche Art und Weise gestorben wie Broken Blade vorhin. Caps wollte quasi die Wave pushen, während er dachte, dass Cassante resetten würde. Cassante ist aber gar nicht gebased. Cassante kommt dazu und tötet den Aurelion Zoo, den Drachen. Aber wieder dank Mickey kriegt man den Kill zurückgetauscht. Mickey Soraka auf jeden Fall Playmaker mit dem R-Knopf bisher. Konnte da deutlich mehr machen als Delight. Ey, danke an Atriup und auch an Mr. Benny für eure Subs. Liebe Bros, Dankeschön. Ich bin ganz aufgeregt. Ich werde ein bisschen hibbelig gerade. Das Game sieht so gut aus. 1000 Gold trennen die beiden Teams. Jeweils ein Drache. Und das Game ist super close. Die Two Draft ist geil im Late Game. Sie haben viele Playmaking-Optionen. Wenn Draven den nächsten Kill bekommt, er braucht unbedingt einen Kill Draven. Klar, Double AD Carry plus Lulu ist immer gefährlich, aber Aurelion Soul ist auch stark. Junge, ich werde ein bisschen, weil ich muss wieder langsamer reden. Ich fange an zu nuscheln, wenn ich so schnell rede gerade. Ist nicht gut. Okay, wir gehen mal wieder auf ruhigere Ausgangslage. Mit Ravener Blut ist da fertig. Er ist immer noch sehr mächtig, aber lange nicht in Gold mehr eingecashed. Das heißt, er ist nicht so stark, wie hätte sein können. Er ist bei knapp 400 Adoration Stacks. Das heißt, sein Ult macht sehr viel True Damage, sehr viel Execute Damage. Und er kann im Optimalfall den Kill stibitzen, um das Gold einzucashen. Mickey muss ein bisschen aufpassen vor Pace. Guter Sidestep. Wir würden davon ausgehen, dass wenn jetzt ein Fight kommt, wenn der an Genji geht und Draven stirbt, ist das Game in einem sehr schlechten Spot für G2. Wenn Draven den Kill bekommt, ist das Game in einem wirklich exzellenten Spot für G2. Brauchen jetzt einen Fight. Genji hat nur Squishy Champions bis auf Kaisante. Elise ist leicht angreifbar. Tristana ebenfalls. Jinx auch. Lulu vor allem. Du hast viele Ziele, die du töten kannst. Gerade für einen Draven, der viel Damage mitbringt über seine Reichweite, der Ult ja ebenfalls großen Execute-Schaden hat. Er ist Kraken ist leer fertig, er ist 2 Items. Er ist sehr gespiked, genau wie auch Chovis Tristana. Und wenn jetzt Hans Hammer aufspielen darf, wenn er dazukommt und ein, zwei Äxte schwingt, kann wirklich das den Unterschied für die gesamte Series machen. Wir brauchen jetzt noch einen starken Draven auf Seiten des europäischen Vertreters. Kraken Slayer Bluto ist da auch bei Tristana fertig. Die ist natürlich aktuell auch Level 13 mit etwas mehr Reichweite bestückt als Draven. Sie scaled ja auch mit jedem Level. Sie bekommt mehr Reichweite. Ich denke, Chu wird fighten wollen, sobald Caps 2 Items hat. So mit Leandris macht Aurelion Soul auch sehr guten Damage dann. Aktuell ist er eher noch so ein Utility Champion mit vielen Slows. Aber ja, viele Stacks bei G2, die reingecashed werden müssen. Aurelion Soul Stacks, Draven Stacks. Aurelion Soul, je höher, desto besser. Eigentlich bei Draven, je niedriger, desto besser, weil er dann das Gold bekommen hat. Hoffentlich. Solange er nicht gestorben ist zumindest. Und ja, der Power Spike von Draven ist nicht wirklich besser als der von Jinx. Die hat auch 2 Items jetzt. Hans Hammer ist nicht besser als Jinx dabei. Es ist nicht ganz so ausgenutzt worden, wie es hätte ausgenutzt werden können, die Stärke des noxianischen Executioners. Ein sehr ruhiges Game, Chat. Denkt dran hier, für die Two geht es darum, in der Series am Leben zu bleiben. Die sind sofort im Lower Bracket, sollten sie hier verlieren. Genji hat noch die Chance, noch eine weitere Partie zu erzwingen, auch wenn sie hier verlieren würden. Denn sie haben bereits 2 Games geholt. G2, 2 Games in Folge, Red Side einen Win einzufahren, ist eine große Herausforderung für egal welches Team in der aktuellen Meta. Red Side ist sehr, sehr stark. Aber ja, nachdem G2 in Game 1 und 2 komplett geklatscht wurde, muss man so sagen, das war das schnellste Game des Turniers, Game 2. G2 wurde in unter 20 Minuten weggestompt. Game 3 und Game 4 sind absolut auf Augenhöhe. Game 3 war sehr lange dominiert von Genji im Early Game, beziehungsweise besser gespielt mit Platten und Co. Aber Teamfights von G2 waren deutlich besser. Jetzt hier Game 4. Dass sie jetzt Harold spawnen und damit den Drachen verteidigen, nachvollziehbar, dass die Tour den Drachen abgibt, aber auch schmerzhaft. Denn wenn du Midgame Drakes und Fights abgeben musst, dann ist es nicht im Interesse des Ravens, der wird ja schon ziemlich hart aufs Geld von der Jinx. In diesen Fights heißt Drake und mit den Turm gehen ja an Genji, Tour mit gar keine Antwort irgendwo, sie kriegen nicht mal Top-Turret wahrscheinlich. Ult kommt sehr spät, Flash ebenfalls, TP kommt rein, der Stern dringt nieder, Stunt Doran weg. Der Execute auf Pace, 1222 Gold für Hans Hammer. Das ist crazy, so viel Gold. Broken Blade mit einem starken Stun der Backline, kaum Damage though. Die Stunts sind nice, jetzt kein Damage mehr da. Hans Hammer wird hinten, Peanut ist sehr, sehr low, aber Chovy ist bereits mit dem Kill of Caps unterwegs. Hans Hammer, Exhaust läuft aus, er will rausgehen, das ist okay. 1-2, nicht toll, nicht gut. Du verlierst den Drachen, du verlierst auch den Midturm, aber du cashst das Gold auf Draven ein. Die Ult, das ist so wichtig, dass immerhin das errungen wurde. Wenn das nicht passiert wäre, wäre es ein absolutes Desaster für G2. So ist es, denke ich, noch okay. Gold Lead bleibt relativ even, dank des Extra-Golds von Hans Hammer. Aber es wird schwer sein zu snowballen. Also, es ist schon fast zu spät. Wichtig, 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 wichtig. Ich muss mal auf den Replay auf Super raufgucken, Chat. Ich muss genau sehen, warum Caps nicht geflasht ist und warum Broken Blade oder wie Broken Blade geflasht ist. Das ist so wichtig, nochmal zu sehen. Ich hoffe, wir gehen gleich in den Super rein.
Aber ja, Draven hat gleich 3 Items fertig, hoffe ich. Wenn jetzt gleich Recon geht, kann Richtung, keine Ahnung, Rapid Fire Cannon wahrscheinlich hier dieses Game gehen, oder? Du spielst gegen 2D Carries Lulu Delise, du brauchst keinen Armor Pan, du brauchst Rapid Fire Cannon. Genau, sieht gleich rauf, Yike, starke Ult, Broken Lady Pete sehr spät, kriegt 2 Leute rausgeballert, Überzahlsituation damit für kurze Zeit wegen der starken Poppy Ult. Schöne Kamerafahrt ebenfalls. Pace glänzt natürlich hier den Poppy Stun, deswegen kann auch Rain Soul nicht glänzen. Absolut crazy Execute. Und hier Broken Blade flasht nur für den Chovy. Ein guter Flash von Broken Blade, darf er nicht so spielen. Und Caps flasht einfach gar nicht. Warum flasht Caps nicht? Der hätte rauskommen können. Ärgerlich. Aber okay, du verlierst Drachen, verlierst Mid-Turret. Verlierst den Fight. Aber du kriegst den Shutdown für Draven. Wenn der jetzt Base gehen kann und Gold hat, guckt auf Hanzama. Der geht jetzt in die Base. Der hat Infinity Edge gekauft. Jetzt fighten. Jetzt kämpfen. Genau jetzt auf dem Power Spike. Sobald der große Stern da ist, bei Rain Soul, einfach kämpfen gehen. Großer Stern und rein, da würde ich sagen. Hanzama hat hier 11.000 Gold. Damit ist er 2.000 Gold knapp. Vor Pace. Ist nicht so viel, ist es ausreichend, hoffentlich, denn G2 muss jetzt Fights erzwingen. Im Optimalfall mit Raven Power Spike auf Infinity Edge kann er wirklich alles zerbersten. Also er ist einfach viel stärker als jeder andere Charakter, gerade gegen die Squishies. Aber er muss auch dafür auch Auto-Attacken können. Letzte Weite hat dann Summer so viel gar nicht Auto-Attacken. Er hat geultet und das war es so ziemlich. Danach wurde er exhausted und musste wegrennen. Ein großer Stern ist ready. Aurelion Soul, rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Rein da, immer rein da. Wirklich, also es ist jetzt nicht komplett ein 10er Zeitdruck. Cannon und Caps scalen auch noch sehr gut. Aber wenn du mit dem Power Spike von Azama spielen möchtest, dann jetzt. Du hast jetzt auch die Tools, du hast TP auf Caps ready. Kannst mehrere Plays erzwingen. Eine gute Ult von Yarik als Vorbereitung. Broken Blade mit dem Flank. All das wäre denkbar, denn hier Sidelane weiter zu spielen ist im Interesse von Gen.G. Wenn sie gewinnen, die Sidelane, ihr seht, ne? Broken Blade. Und auch Caps müssen immer wieder Angst haben und in zu werden von Gesante, von Tristana. Und Teamfighting-Chancen über Draven zu agieren wäre auf jeden Fall nice. Auch wenn es hart zu erzwingen ist. Ah, Doran wird nicht sterben können, der ist so tanky. Ein bisschen für Strike-Stacks und nice. Aber, ja, wird nicht passieren. Caps geht noch ein bisschen, der Leandre ist fertig, geht jetzt Richtung Seraph's Embrace. Wird er sehr tanky, er sehr, sehr leicht Tanks töten können. Ziemlich der Tank-Shredder aktuell von G2, um halt Gesata zu töten. Er hat viel Rüstung mit Sunfire, Tabis und Jaxo. Lorenzo kann da auf jeden Fall durchkommen. Man sieht, G2 weiß, sie wollen für Nash spielen, sie wollen jetzt Fights erzwingen. Caps rotiert rein. 240 Sternstaub ist da. Und ab 300 Stacks ungefähr als Faustregel ist Aurelion Soul OP. Wir machen Nash über die Wand und weg. Aurelion Soul macht den sehr, sehr schnell. Caps ist schon da. Chovy DP jetzt rein. Sie müssen Nash canceln. Oder aber Yai kriegt eine gute Ult. Broken Blade hier im Flank. Alles anspannen. Broken Blade ist da, aber wird weggeultet. Von Azuma wird er entführt. Damit auf jeden Fall Cannon sehr eingeschränkt in seiner Effizienz. Huraka holt bereits raus. Kein Damage für Doran. Broken Blade muss die Beine in die Hand nehmen. Das ist natürlich sehr unangenehm, wenn auch das... Scheiße, Mann! Fuck! Caps flasht nicht, der ist gegen die Wand geflasht. Hanzama flasht rein. Starke Ult von Caps noch. Die Ult trifft viele. Flash wäre noch sehr schlecht. Okay. Alle 4 jetzt raus da. Chovy will noch nachsetzen. Mickey ist schon tot. Reset hier für Chovy. Hanzama kein Flash, auch tot. Clancy ist auch scheißegal. Und das ist ein Desaster für G2 in diesem Best of 5. Sie werden geaced, nachdem sie selbst Nash geforst haben. Fuck. Oh, fucking hell. Oh, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie es anders spielen. Ich mag, was sie tun, G2. Die Force Nash ist geil. Broken Blade flanked ist geil. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie dafür spielen, dass Yike Leute wegultet und dann Broken Blade zukommt. Was passiert ist gleich, wir werden es am Replay sehen. Broken Blade kommt reingelaufen, Kaisante zoned ihn einfach. Er kann nicht an Kaisante vorbeikommen ohne Flash, geht halt nicht. Und danach fliegt sogar noch Elise an Broken Blade vorbei und tötet ihn mit Protobelt, weil Poppy sie erst ganz spät geultet hat. Und damit hast du halt keinen guten Flank, keine gute Playmaking-Möglichkeit und gehst einfach unter. Caps flasht noch gegen die Wand und Raven flasht über die Wand, was extrem weird war zu sehen. Die Misskoordination, aber ja, Gen.G ist besser koordiniert, bestraft den Fight sehr souverän, kriegen die Kills, die sie brauchen und stehen jetzt hier mit Nash da. Hier ist einfach, wenn die Poppy Ult früher kommt und du einfach Nash weiter durchziehst, maybe geiler Play. Aber so, ja. Jetzt kommt hier die Ult und die Ult tötet sogar Broken Blade, weil jetzt ist einfach Elise noch da und tötet die mit Protobelt.
Oh, okay, Protobelt hat nicht ganz gekillt. Das war am Ende Jinx Rocket, aber anyway. Jetzt hier Flash Caps gegen die Wand. Der Stern ist zwar geil, auch der Kill auf Gesandte ist nice, aber ja. Auch hier tolle Target Selection von Chovy. Nee, einfach so Raka rausgefokust bekommt. Ist nicht so einfach auf, wenn viele Leute aufeinander stehen nach der Blast Cone, den richtigen anzuklicken. Hat er gut gemacht. Und jetzt fetter Goldie bei Genji. Das Game ist noch lange nicht verloren, aber ja. Jetzt hat hier auch Jinx Infinity Edge fertig. Sie ist 2 Level vor Draven. Midlane auch ein großer Vorteil für Chovy gegenüber Caps. Es ist schon schwer zu sehen, wie sie jetzt zurückkommen wollen, G2. Am besten so eine geile Flank-TP-Möglichkeit. Broken Blade sucht den Flank. Broken Blade hat die Wards. Broken Blade muss TPen. Wann wird der TP zünden? Jetzt zieht der TP. Er kommt dazu. Genji sieht das Ganze. Ja, er stimmt nach vorne. Pace wird gefokust. Pace hat Flash, hat Cleanse. Die Ult sitzt nicht ganz. Weder von Broken Blade noch von Caps. Der Stun sitzt nicht. Light wird gekillt von Broken Blade, aber 0 Follow-up. Jetzt kann Pace hitten. Soraka Ult ist zwar stark, aber nur kurz überbrücken. Kaum Damage aktuell anwesend. Da wird die Back dann aufgeräumt. Caps stirbt, dann Summer tötet, stirbt. Schöner Flash von Pace. Rettet sich sowohl vor Rain Soul als auch vor Cannon. Damit ein Triple Kill für ihn. Und das ist das Game. Das ist die Series 1G2. Das in Game 1 und 2 extrem unterlegen war. Game 3 und 4 begegnen sie hier Genji auf Augenhöhe. Definitiv. Aber Game 4 nach dem Nash keine Chance mehr. Der Draven hat nicht gut funktioniert. Man hat nicht mit ihm spielen können, wie man wollte. Man hat die Power Spikes nicht ausnutzen können. Trotzdem viele geile Zeichen von G2. Stärker als ich erwartet hätte in einigen Belangen in Game 3 und 4. Ja, nochmal dran denken, Leute, es ist der koreanische Meister gegen den europäischen 4. Platz gewesen. Also 4 Games, nicht bad. Und wir haben natürlich das, was wir erwartet haben. Genji gewinnt die Series 3-1. Ich habe auch 3-1 predicted, habe aber auf 3-2 gehofft. Leider nicht das, was wir gesehen haben. Ärgerlich. Zwidis in den Chat. Liebe. Liebe an euch, Chat. Und ja, du wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Sie hätten vielleicht einige Sachen anders spielen wollen. Ein bisschen aggressiver im Early Game draften. Wie sie in der Playing-Phase gemacht haben, konnten sie hier nicht verwerten. Die Games, die am knappesten ausland, waren die Games, die G2 am ruhigsten gespielt hat in den Game 3 und 4. Aber ja, die Stage ist geil, London hat Bock. Und Genji hat auf jeden Fall verdient gewonnen.